Ja, Shalom und gottesreichen Segen an alle Glaubensgeschwister im Herrn Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem wir uns zum ersten Mal überhaupt auf meinem Kanal mit Hillsong beschäftigen wollen. Die ein oder anderen haben vielleicht schon mal von Hillsong und deren Kirche gehört. Die ein oder anderen werden vielleicht noch nicht von der Kirche und deren Lehre gehört haben, aber vielleicht einige Lieder, denn dafür ist Hillsong natürlich auf jeden Fall auch bekannt. Und man muss neutral und auch als Christ sagen, dass da auf jeden Fall auch schöne Lieder dabei sind, die auch biblische Texte haben. Aber es gibt ein gewaltiges Problem bei Hillsong und deren Kirchenlehre. Deswegen heute das Thema die Lehre der Hillsong-Kirche, Lieder für die Word of Faith-Bewegung. Und auf diese Bewegung, da sind wir ja bereits eingegangen in einem anderen Video. Aber wir wollen uns heute mal anschauen, wie das Ganze zusammenhängt. Und da wollen wir nochmal Justin Peters auch zu Wort kommen lassen. Zunächst schauen wir uns mal an, wer ist dann eigentlich der Gründer oder der Pastor dieser Hillsong-Kirche? Es wird berichtet, Brian Houston ist der Pastor der Hillsong-Kirche, der größten Kirchengemeinde Australiens. Wir haben uns also hier nicht mit irgendeiner kleinen Hintergrundkirche zu tun. Es ist die größte Kirchengemeinde Australiens. Und es heißt weiter, die Hillsong Church wurde durch ihre Musikarbeit und Fernsehsendungen bekannt, die in 180 Ländern ausgestrahlt werden. In der Zwischenzeit wurden große Kirchen in Kiew, London, Paris, Moskau, Kapstadt, Stockholm, Düsseldorf, München und Konstanz gegründet und in Amsterdam vorbereitet. Es ist also eine internationale Kirche, diese Hillsong Church, und auch in Deutschland auf jeden Fall vorzufinden, unter anderem in München und Düsseldorf. Aber wir wollen uns den Gründer nochmal genauer anschauen, denn er macht auch eine Aussage, die uns Christen zu denken geben sollte. Denn wenn wir uns mit irgendwelchen Religionen beschäftigen, mit dem Islam müssen wir uns Mohammed anschauen, mit den Adventisten müssen wir uns Ellen G. White anschauen und bei Hillsong müssen wir uns dann natürlich mit Brian Houston beschäftigen. Am 4.11.2019 wurde berichtet, hören Sie zu, wie der Gründer von Hillsong Brian Houston sagt, dass Allah Gott ist. Dienen und verehren Christen Allah? Der Hillsong-Gründer Brian Houston sagt, wir tun es. Brian Houston glaubt und predigt, dass Christen und Muslime demselben Gott dienen. Man kann dieses Video, wo ihr es selbst hören könnt, in einer seiner Predigten auf YouTube auch eingeben, hören, und dann hört ihr selbst, wie er tatsächlich glaubt, dass Christen und Muslime denselben Gott haben. Und wir wollen uns damit nicht allzu viel beschäftigen, aber kurz einen Blick in den Koran werfen, in Sure 9, Vers 30, da heißt es, die Christen sagen, der Messias, Jesus, sei Allahs Sohn, also der Sohn Gottes, Allahs Fluch über sie, wir sind sie doch irregeleitet. Also Allah verflucht die Christen, weil wir Christen glauben, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Und das tun wir natürlich aus einem bestimmten Grund, weil es nämlich die Worte des Herrn selbst sind, in der Bibel verankert. In Lukas 22, Vers 70 heißt es, da sprachen sie alle, bist du, also Jesus, bist du also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, denn ich bin es. Deswegen sollten wir nicht uns daran beteiligen, einen falschen Jesus irgendwie zu predigen, wie es Brian Houston tut, der irgendwie einen Christlam predigt, also dass wir alle an denselben Gott glauben und so weiter und so fort. Nein, niemand kommt zum Vater außer allein durch den Sohn Gottes und das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat. Aber wir schauen uns mal an, das größte Problem der Hillsong-Kirche ist, und das sind weniger im Grunde die Lieder, die jetzt sehr romantisch daherkommen, also die Beziehung, die Liebesbeziehung zwischen Gott und uns, wird eher beschrieben wie bei Romeo und Julia. Das ist nicht mehr so das Besondere in manchen Liedern, aber darauf wollen wir heute nicht eingehen, noch nicht. Wir schauen uns an, das größte Problem der Hillsong-Kirche ist tatsächlich die Lehre, denn das ist die Lehre der Word of Faith-Bewegung. Am 2. Januar 2020 wurde berichtet, am beunruhigendsten ist wahrscheinlich Hillsongs Umarmung mit der Word of Faith-Bewegung. Auf der Hillsong-Webseite heißt es, wir glauben, dass Gott uns heilen und verwandeln möchte, damit wir ein gesundes und gesegnetes Leben führen können, um anderen effektiver zu helfen. Der Lehre zufolge, dass Gott immer heilen will und dass gesegnet gleich gesund heißt, ist das Wohlstandsevangelium, das hinzufügt, dass Gott uns finanziell bereichern will. In Pastor Brian Houstons Buch You Need More Money aus dem Jahr 1999 fördert er das
Wohlstandsevangelium. Und allein, dass das Buch schon heißt, als christlicher Pastor einer Kirche, you need more money, more problems, hat einer mal gesungen, das stimmt auch wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, er sagt, wir müssen uns mit Reichtum vertraut machen und die Knechtschaft, Schuld und Verurteilung des verarmten Denkens brechen. Armut ist definitiv nicht Gottes Wille für sein Volk. Tatsächlich sprechen alle seine Verheißungen von Segen und Wohlstand. Ja, und deswegen soll man seinen eigenen Wohlstand natürlich auch mit der Word of Faith-Bewegung und mit CSong dann natürlich auch teilen, denn da sie für alle Lieder das Copyright haben, müssen Kirchen auch das Copyright erst kaufen. Das heißt, jedes Mal, wenn im Fernsehen, im Radio irgendein Lied von ihnen gespielt wird, und das geschieht oft, vor allem natürlich in christlichen Radiosendungen, dann profitiert im wahrsten Sinne des Wortes die Hillsong-Kirche, die wiederum das Wohlstandsevangelium der Word of Faith-Bewegung predigt. Und somit ist es tatsächlich leider ein Teufelskreis. Wir schauen ganz kurz mal rein, was Justin Peters, den ich sehr schätze, auf jeden Fall über dieses Phänomen Hillsong zu sagen hat. But basically, Brian Houston, Hillsong Church is Word of Faith. Again, everything we've been talking about, that's what they teach. And so Hillsong is a bad church. I've been there once myself. Brian Houston is a wolf. So Brian Houston is a wolf. He is unqualified to be a pastor, disqualified from being a preacher. Granted, some of their songs are okay. Not all of them, but some of them are okay. The lyrics are doctrinally sound. However, because of the popularity of their music, you see, Hillsong uses their music as a hook. And they get their hooks into you through their music. And then they pull you into their theology through their music. And so I would never be comfortable in singing a song from Hillsong in my church, knowing where it comes from. Und genau das ist das Problem letztendlich bei Hillsong, auch wenn sich einige Lieder schön anhören mögen, was ich bestätigen kann. Aber es ist eben das Problem, dass damit Menschen geködert werden, auch zur Kirche von Hillsong oft und dann auch zu den Irrlehren von Hillsong, wie dass die Menschen kleine Götter wären und so weiter und so fort. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Aber schauen wir uns zunächst mal an, wer ist dann eigentlich der Gründer wiederum der Word of Faith-Bewegung? Nun, das ist niemand anderes als Kenneth Irwin Hagen. Er gilt als Vater der Word of Faith-Bewegung, des Wort des Glaubensbewegung auf Deutsch. Die Nachfolger Hagens sahen ihn als dynamischen Prediger, Lehrer und Propheten. Es ist ähnlich, wie es meistens ist aus den USA bei solchen Phänomenen auch. Ellen G. White, die Gründerin der Adventisten, eine Prophetin, der Gründer der Zeugen Jehovas wurde auch als Prophet oft angesehen, oder der Mormonen Joseph Smith, ein Prophet, Mohammed für Muslime, ein Prophet, und hier auch der Gründer hier der Word of Faith-Bewegung, natürlich ein Prophet, so ist das nun mal. Also wir haben ja so viele Propheten, da haben wir aber Glück gehabt, liebe Geschwister, dass wir so viele Propheten haben, wusste ich ja gar nicht. Aber es sind falsche, moderne Propheten, auf die wir nicht hören sollten. Wir schauen uns kurz mal an, wie gesagt, wenn es um die Lehre geht, die ja die Hillsong-Kirche auch vertritt, dann schauen wir uns einen Artikel an vom 18.03.2019. Da heißt es: Hillsong ist eine charismatische Kirche, die die Fortsetzung der apostolischen Zeichengabe lehrt. Dazu gehören Dinge wie Prophezeien, und wir schauen uns gleich eine Prophezeiung an. Dazu gehören Dinge wie Prophezeien, in Zungen sprechen und heilen. Ja, viele Dinge, wenn Menschen geheilt werden, das ist ein ganz übles Ding, was da gespielt wird, denn die Menschen, die werden oft, es ist ein Placebo-Effekt, sie werden vorübergehend geheilt. Da gibt es viele Berichte, aber es gibt niemanden, der jetzt Blinde sehend macht, sondern es gibt irgendwie nur kleine Heilungen, und das ist. Dämonen können auch heilen, nur by the way. Und in Zungen sprechen, wir kennen in der Bibel, Apostelgeschichte, lesen wir, in Zungen sprechen heißt, in anderen Sprachen zu sprechen. Wenn ich jetzt Chinesisch mit euch sprechen würde, dann würde ich in Zungen sprechen, in anderen Sprachen, aber die verstehen darunter eine Sprache, die niemand versteht, noch nicht mal sie selbst. Also, das ist einfach nicht christlich, nicht biblisch, peinlich in meinen Augen, charismatisch. Das ist nicht charismatisch, das ist eher. Naja, ich lese lieber mal weiter. Auf jeden Fall lehren sie auch das Wohlstandsevangelium. Dies ist die Lehre von Hillsong. Es geht darum, dass der Mensch wie Gott wird.
Wie die Schlange in Eden versprochen hat, eine luziferische Doktrin. Tatsächlich ist einer der wichtigsten Grundsätze der Wohlstandstheologie die kleine Gott-Theologie, die lehrt, dass wir kleine Götter sind. Die Art von Kraft haben, die Gott schaffen muss, indem er Dinge ins Dasein spricht. Brian Houstons Lehre, also der Gründer hier von der Pastor von Hillsong, Brian Houstons Lehre dazu wird in seinen beiden Büchern Life, Love, Lead und Es gibt noch mehr deutlich. Also auch der Gründer selbst lehrt das Wohlstandsevangelium und die Word of Faith Lehre, nämlich unter anderem, dass der Mensch ein kleiner Gott ist. Und in der Bibel kann man ja nachlesen, in jeder Übersetzung, wie man will, da steht nirgends kleine Götter. Es gibt Gottgötter, aber es gibt keine kleinen Götter und der Mensch ist kein kleiner Gott. Eines der vielen Gebote der Bibel heißt, dass du sollst keine Götter neben mir haben. Und wir Menschen stellen uns neben Gott als kleine Götter. Gotteslästerung, aber da kann man nichts machen. Aus Amerika kommt halt auch viel Käse. Wir schauen uns den nächsten Artikel an und wer dort alles auch schon teilgenommen hat an diesen Hillsong Global Music Events, die mich teilweise erinnert an die MTV Music Awards. Am 28. November 2014 bereits wurde berichtet, es ist dieses Evangelium von Gesundheit und Wohlstand, das auch von der Hillsong-Kirche gefördert wird, da in seinen Gottesdiensten regelmäßig Befürworter der Lehre vom Wort des Glaubens vertreten sind. Unter anderem Joyce Meyer, T.D. Jakes, Joel und Victoria Austin, einige der größten Namen in der Word of Faith-Bewegung, haben regelmäßig auf den verschiedenen Konferenzen von Hillsong gesprochen. Ja, Joyce Meyer gehört auch zur Word of Faith-Bewegung und deswegen steht sie auch voll auf Hillsong. So auch quasi Word of Faith-Lehrer wie Joseph Prince. Oh ja, Gnade, 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 kauft ihr alles, kauft ihr Porsche, aber gib mir am besten das ganze Geld. Ich bin zwar schon Multimillionär, aber komm, ein Privatjet mehr geht natürlich. Ja, das sind alles Multimillionäre und die Leute spenden noch mehr Millionen zu den Multimillionären und die armen Kinder in Afrika und sonst wo verhungern. Und die kaufen sich ein Privatjet oder machen ein Lippenlifting wie Joyce Meyer, aber egal. Nichts davon sollte jedoch überraschen, denn Brian Houston, der Leiter der Pastor der Hillsong-Kirche, ist selbst mit der Word of Faith-Bewegung verbunden. Tja, das sollte uns doch jetzt nun wirklich eigentlich gar nichts mehr wundern. Aber ich möchte in diesem Moment nochmal kurz Justin Peters das Wort geben, was er noch so zu sagen hat über diese Word of Faith-Bewegung, die Lehre, die Konfession praktisch von Hillsong. Dear ones, only God can speak things into existence. That is not something that you and I can do. The Hebrew word for create is bara, and only God baras. Only God does that. And in case you may be thinking, oh, well, they don't really mean by that what it seemed like they meant. You know, it just took them out of context. They don't actually teach that we can speak things into existence like God did, do they? Well, yeah. This is a tweet from Creflo Dollar. As spiritual beings who possess the nature of God, we have the ability to speak things into existence just like God did. The father of the modern word of faith, well, not the father, but the grandfather, you could say, of the modern word faith movement is a guy named Essek Kenyon. Essek Kenyon had very clear ties to the metaphysical cults, particularly the New Age, New Thought movement. He attended college at the Emerson School of Oratory in Boston, where the metaphysical cults flourished. And he was heavily influenced by them. We don't have time to get all into all of his doctrinal distinctives. Kenyon was not wrong on everything. On a lot of things, he was spot on. But he did have some serious errant theology. He believed that we could speak things into existence, that Jesus died a spiritual death in hell where he atoned for our sins. We'll talk about that, time permitting, a little bit later. But what has happened in the modern prosperity movement is that your people like Benny Hinn and Kenneth Copeland, by the way, I've been in Kenneth Copeland's bookstore and he's got Essek Kenyon books for sale in the bookstore. But what these modern false preachers have done is they have taken Kenyon's mistakes and made them much worse. So compared to the modern word faith preachers, Essek W. Kenyon was actually fairly orthodox by comparison. Kenneth Hagin, father of the modern word of faith movement,
Despite Kenneth Hagin's teaching that no believer should die until he's at least 120 years old, you see, Kenneth Hagin didn't quite make it. He was around 86. But Kenneth Hagin claims, like all of the modern faith preachers, that much of what they teach you, they received directly from Jesus himself. God spoke to me. Jesus spoke to me and gave me these teachings. And that is their way of insulating themselves against biblical criticism. This from Kenneth Copeland. Now, Kenneth Copeland, this is a prophecy. According to Kenneth Copeland, Jesus said this to him: "Don't be disturbed when people accuse you of thinking you are God. They crucified me for claiming that I was God, but I didn't claim I was God. I just claimed that I walked with him and he was in me. Hallelujah, that's what you're doing." Unbelievable. The prosperity preachers teach that it is always God's will to be healed, always. Now, why do they teach that? They teach that because of their little gods doctrine that we looked at yesterday. The faith preachers teach that if you are a Christian, you are in fact a little god. Because you are a god, you should not be poor, you should not be sick. This from Joseph Prince. Joseph Prince says, "You are destined to reign in life. You are called by God to be a success, to enjoy wealth, to enjoy health, to enjoy a life of victory. When you reign in life, you reign over sin, over poverty, over every curse, and over every sickness and disease." Nun, wie gesagt, Word of Faith lehrt, dass wir kleine Götter sind. Hillsong lehrt auch, dass wir kleine Götter sind. Deswegen ist es kein Wunder, dass auch Joyce Meyers lehrt, dass wir kleine Götter sind. Man muss auf YouTube nur Joyce Meyers und Little Gods eingeben. Dann hört man, was sie sagt, nämlich: Warum haben die Menschen einen solchen Anfall, wenn Gott uns seine Schöpfung nennt? Kleine Götter. Für jetzt verstehst du, ich sage nicht, dass du Gott mit einem Großen G bist. Nein, du bist kein Gott mit einem Großen G, du bist kein großer Gott. Du bist ein kleiner Gott, laut Joyce Meyers. Könnt ihr ja nachhören, ist ja auch kein großes Geheimnis. Und ja, diese zwei Bilder mit den Armen, das macht deutlich, in was für einer verrückten Welt wir leben. Die einen, die Atheisten, die glauben an die Evolutionstheorie und sie haben eigentlich Minderwertigkeitsprobleme, meiner Meinung nach. Sie glauben, sie sind nicht mehr als ein moderner, sich weiterentwickelter Affe mit paar weniger Haaren. Und dann gibt es die Menschen von der Word of Faith-Bewegung, Hillsong und die Charismatiker und wie sie heißen, die glauben, sie sind kleine Götter und damit erhöhen sie sich. Aber Hochmut kommt vor dem Fall und das wird einigen dort hoffentlich bald klar. Aber hoffentlich bete ich. Und hoffe ich natürlich, dass sie auch rechtzeitig die Kurve zum wahren Evangelium, zum wahren Gott finden. Denn reich zu werden, wir sollen reich an Glauben sein, an Gnade, an Vergebung, an Liebe. Und natürlich besteht die Liebe zu Gott darin, dass wir seine Gebote halten, laut Altem und Neuem Testament. Und dann haben wir noch gehört von Justin Peters, dass es die Lehre ist von der Word of Faith Bewegung und by the way auch von Hillsong, dass Jesus in der Hölle war. Steht nirgends in der Bibel, aber wird gelehrt, auch von Joyce Meyers. Und ich muss es nochmal vorlesen, damit auch der letzte Kritiker, der mich dafür kritisiert, dass ich Joyce Meyers kritisiere, vielleicht zur Besinnung kommt. Sie selbst schreibt in ihrem Buch The Most Important Decision You'll Ever Make ab Seite 35, er, Jesus, war 3 Tage im Grab. Während dieser Zeit betrat er die Hölle. Er hat den Preis dort bezahlt. Nicht am Kreuz. Nein, am Kreuz hat Jesus nichts bezahlt. Erst in der Hölle, wo Jesus nie war, soll er also alles bezahlt haben. Gott erhob sich, nämlich der Vater, von seinem Thron im Himmel und sagte zu den Dämonenmächten in der Hölle, die den sündenlosen Sohn Gottes quälten: Lasst ihn gehen. Dann ging die Auferstehungskraft des allmächtigen Gottes durch die Hölle und erfüllte Jesus. Joyce Meyer setzt noch einen drauf. Sie lehrt nicht nur, dass Jesus in der Hölle war, was Gotteslästerung ist, sondern sie lehrt sogar noch, dass Jesus von Dämonen gequält wurde, obwohl Jesus die Dämonen gequält hat, sogar schon vor 2000 Jahren auf Erden. Und das wird auch in Zukunft sich wiederholen. Absolute gotteslästerliche Lehren, die hier verbreitet werden. Von Hillsong, von Joyce Meyer, von der Word of Faith-Bewegung, Joseph Prince, Kenneth Copeland, Benny Hinn und wie sie alle heißen. Wir schauen aber uns nochmal an etwas, ein Ereignis, das könnt ihr auch auf YouTube finden, und zwar die Weihnachtsparty von Hillsong. Ja, da gibt es natürlich immer viele Geschenke, da kann man natürlich viel Geld machen mit einem Weihnachtsalbum, das kommt jedes Jahr.
Aber diese Feier 2019, die hat es okkultisch-heidnisch in sich. Am 4. November 2019 wurde berichtet, die Hillsong Church wird ihre Weihnachtsshow 2019 im Maya-Theater in Los Angeles abhalten. Das Mayan Theater ist ein Nachtclub in der Innenstadt von Los Angeles und wurde 1927 erbaut. Entsprechend dem Maya-Thema bietet die Einrichtung Wanddekorationen, Skulpturen und Statuen, darunter Darstellungen heidnischer Priester, die Kinder opfern. Das Abhalten von Gottesdiensten in einem Theater zu Ehren von Heiden, die Kinder geopfert haben, zeigt ihnen, hoffentlich ihnen, euch allen, wo sich das Herz der Hillsong-Kirche befindet. Ich würde ja zu gern sagen, im A, aber ich lasse es lieber. Es ist fest im Glanz und Glamour der Welt verankert, deswegen sind sie auch in Los Angeles. Das passt ja, Lost Angeles, die gefallenen, verlorenen Engel haben dort bestimmt auch irgendwo ein Zuhause. Auf jeden Fall etwas, von dem sich wiedergeborene Christen abwenden sollen. Sie gehen dorthin, um in einem heidnischen Tempel vor den Bildern des Kindesopfers für Molech zu singen und zu tanzen. Jedes Jahr frage ich mich, ob die Hillsong-Kirche möglicherweise schlimmer werden und irgendwie noch tiefer sinken könnte, und jedes Jahr tun sie es. In der Tat. Und man kann das Video ja sehen, ihr könnt ja die Bilder sehen, das ist keine Verschwörungstheorie, Hillsong 2019, Party Los Angeles irgendwie. Ich habe das gesehen, also es ist genauso wie bei den okkulten MTV Music Awards, wenn die da ihre Shows haben mit ihren ganzen Symbolen. Sehr schlimm, und das soll christlich sein, das ist nicht christlich, das hat überhaupt gar nichts mehr mit christlich zu tun. Da bringt auch nichts, wenn im Hintergrund die Musik schön ist bei so einem heidnischen Käse. Wir schauen, was die Bibel sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, dass wir kleine Götter wären, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und was ist laut Altem und Neuem Testament? Der Wille Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind laut Bibel nicht schwer. Sie sind schwer vielleicht in dieser Zeit, sie zu halten, weil es durch diese ganzen Täuschungen und Irrlehren den Menschen schwer gemacht wird, überhaupt daran zu denken, die Gebote Gottes könnten noch zu halten sein, weil ja Gesetzlosigkeit gepredigt hat, was Jesus ja ebenfalls schon angesprochen hat und davor warnte. Aber wir sehen hier auf jeden Fall diese ganzen Rituale, das ist etwas, was zu dieser Welt gehört. Aber ihr könnt euch vorstellen, der Himmel, da gibt es nicht so eine Musik, da gibt es nicht so eine Bühnenshow, weil der Himmel ist keine Bühne, sondern das ist heilig. Aber auf der Erde sieht es leider anders aus. Kommen wir noch kurz zum letzten Bild und schauen uns ein Ex-Mitglied von Hillsong an, die das gut beschreibt. In der New York Post, ein Artikel vom 23.12.2020, also ein Tag vor Unheiligabend, denn Weihnachten, by the way, ist sowieso auch heidnischer Käse. Und dass das von Hillsong natürlich nicht anerkannt wird, wundert mich ja nicht, weil man will ja Geschäfte machen an Weihnachten. Sie sagt, es ist ein Kult. Ex-Hillsong-Mitglieder behaupten, die Kirche fordere Sklavenarbeit. Dieses Haus Gottes wirkt eher wie ein Unternehmen. Es ist, als würden sie für eine große Firma arbeiten, nur schlimmer. Eine Kirche soll für Ehre, Gnade und Liebe stehen, um der Witwe und dem Waisenkind zu helfen. Wenn sie die Bibel lesen, ist es klar, was sie tun müssen, aber das ist nicht der Weg, wie sie arbeiten. Es geht nur darum, um den Ruhm und darum, wie die Dinge für sie aussehen. Das ist nicht der Jesus, den ich kenne. Wir müssen zwei verschiedenen Göttern dienen. In der Tat, denn dieses Wohlstandsevangelium von Hillsong und der Word of Faith-Bewegung hat in der Tat nichts mit Jesus oder der Bibel zu tun, indem man sich selbst erhöht und Jesus erniedrigt. Das kann nicht der Weg Gottes sein. Und deswegen, wenn gelehrt wird, dass Jesus in der Hölle war, dann kann da etwas nicht stimmen, denn nur Satan würde sich freuen, wenn er schaffen würde, Jesus in die Hölle zu werfen. Aber das hat Satan nicht geschafft und das wird auch Satan nicht schaffen. Im Gegenteil, Satan wird im Feuer sie landen, aber nicht unser Herr und Erlöser Jesus Christus. Er sagte nämlich auch in Matthäus 6, Vers 24, nämlich der Herr, niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Wir können nicht Gott und dem Mammon dienen.
Deswegen muss man sich entscheiden. Dient man Hillsong und der Word of Faith-Bewegung, dient man nicht Gott, sondern dem Mammon. Dient man aber Gott, stellt man sich von Hillsong und der Word of Faith-Bewegung und Joyce Meyers und Joseph Prince und wie sie alle heißen, so schön sie auch reden und so schön sie auch immer gekleidet sind und so schön auch ihr Privatjet ist, da hält man sich von diesen Leuten lieber fern. Nun zum Schluss möchte ich noch aus Psalm 119 zitieren, denn ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Thema und auch zu meinem Gemütsstand, manchmal, wenn ich mich über die Gesetzlosigkeit aufrege, denn das ist überhaupt nichts Schlimmes. Psalm 119, Abvers 51, da heißt es, die Frechen haben mich arg verspottet. Du richtest Ellen G. White, du richtest Joyce Meyer, wie kannst du nur? Das Gesetz ist abgeschafft. Dennoch bin ich von deinem Gesetz nicht abgewichen. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Und auch mich, ich bin auch manchmal zornig, wenn ich sehe, was eine Gesetzlosigkeit im Christentum gelehrt wird. Aber da bin ich, wie es aussieht, nicht der Einzige in der Bibel. Also in der Bibel gibt es noch weitere Hinweise, denn deine Anweisungen sind meine Lieder geworden. Bei Nacht denke ich an deinen Namen, o Herr, und ich bewahre dein Gesetz. Die Gebote des Herrn, das kann für uns Musik sein. Das sind unsere Lieder, aber mit Sicherheit nicht Hillsongs Lieder, denn damit unterstützen wir, ob wir es glauben oder wissen oder nicht, die Word of Faith Bewegung. Und die sind schon Multimillionäre. Da sollten wir diese Reichen nicht unterstützen, denn Jesus sagt ja auch über die Reichen, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Aber wir wissen auch, was bei Gott möglich ist, ist bei den Menschen nicht möglich. Wir werden sehen, ob es da hoffentlich bald Menschen gibt, die davon berichten und aussteigen. Wer Interesse hat, kann sich gern bei mir melden und dann vielleicht mal berichten, wie er zu Hillsong steht oder zu Word of Faith Bewegung, falls man da Erfahrung gemacht hat. Ansonsten war das mein Video und meine Warnung über die Lehre der Hillsong-Kirche, Lieder für die Word of Faith Bewegung. Ich würde euch noch empfehlen, wenn ihr mehr über die Word of Faith Bewegung auch noch erfahren möchtet, mein Video Die Entlarvung der Word of Faith Bewegung, der Luxus der modernen Propheten. Eins steht auf jeden Fall fest, eins ist sicher wie das Amen in der wahren Kirche Gottes. Die Wahrheit wird ans Tageslicht kommen und alles wird aufgedeckt, was im Finsteren geschieht. Denn der Herr kommt bald und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gottes Segen.